sind genauso gut deutsche Vergewaltiger. Und das, also ich sehe das extrem kritisch. Mich macht das tatsächlich wütend, dass das auch gleich ausgeschlachtet wird. Dass der Täter aus Afghanistan oder woher da kommt, das war natürlich ein gefundenes Fressen für die Zeitung und für die ganzen Leute, die darauf ja wahrscheinlich schon morgens beim Kaffee drauf warten, dass so ein Bericht kommt, dass sie gleich wieder drauf loshetzen können. Man beschuldigt dann halt immer die Ausländer bei sowas, auch wenn es Einheimische sein können. Es gibt für mich Arschlöcher und nette Menschen. Und Arschlöcher gibt es in Deutschland, in der Türkei, in Afghanistan, weiß der Teufel sonst wo. Man macht sich dann halt schon so Gedanken, ob es jetzt in Deutschland oder Europa irgendwie bedrohlicher wird, weil die halt auch so eine andere Einstellung haben, ein anderes Frauenbild. Aber man möchte ja auch nicht alle über einen Kamm scheren. Also so ein zwiegespaltenes Gefühl ist schon dann aufgekommen so. Das ist ja noch nicht mal in der Tagesschau gesendet worden, weil es angeblich regional war. Wenn aber in Berlin ein Flüchtlingsheim angezündet wird, dann ist es nicht regional.